Herzlich willkommen hier in Enkirch. Heute nehme ich euch mit auf den Moselsteig-Seitensprung Leiermannsfahrt. Und danach machen wir einen Abstecher in Burg und Reil. Viel Spaß dabei! So, der Anstieg wäre geschafft. Nach ungefähr 7 Kilometer unten durchs Ahringsbachtal von Enkirch aus hier hoch haben wir den höchsten Punkt in Starkenburg erreicht. Jetzt geht der Leiermannspfad Richtung Enkirch noch ungefähr 5 Kilometer bergab. Mit Blick auf das Ahringsbachtal hier hinter mir möchte ich euch jetzt was über die Namensgebung des Leiermannspfad erzählen. Der Name kommt aus der Zeit, in der noch Leiermänner auf den Veranstaltungen gespielt haben. Aus Enkirch war ein Leiermann hier in Starkenburg auf einer Hochzeit. Und abends nach der Veranstaltung begab er sich auf den Heimweg durch das Ahringsbachtal. Und dort begegnete ihm ein Bär. Der Mann bekam es mit der Angst zu tun und krabbelte auf einen Baum. Dort oben wollte er warten, bis der Bär das Weite suchte und sich in seine Höhle verzog. Doch der Bär wollte sich nicht abbringen lassen, diesen armen Mann dort oben zu verspeisen. Der fing auf einmal an, auf seiner Leier zu spielen. Erstens, um sich die Angst zu nehmen und um den Bären bei Laune zu halten. Und das gefiel dem Bär so gut, dass er die ganze Nacht um den Baum getanzt hat und am nächsten Morgen, als die ersten Sonnenstrahlen aufkamen, erst in seine Höhle zurückging. Und der Leiermann konnte unbeschadet von seinem Baum klettern und den Heimweg fortsetzen. Wir stehen jetzt hier am Aussichtspunkt Schöne Aussicht in Starkenburg, oberhalb von Tramm-Trarbach. Einst stand hier oben eine Burg, in der die Gräfin Loretta wohnte. Über die wird euch jetzt eine Marktfrau aus Tramm-Trarbach etwas erzählen. Ich bin die Marktfrau von Tramm-Trarbach, ich bin die Elfi. Ich gehöre zu dem Gesinde von den Grafen von Sponheim. Und wie gerne stehe ich hier oben und gucke hier in das schöne Tal, wo die Grafen von Sponheim auf uns aufpassen, damit mir uns nichts passiert. Aus dem großen Sponheimer Geschlecht waren 2 Stück, die sich richtig hervorgehoben haben gegenüber anderen Grafen. Das eine, das war unsere Gräfin Loretta. Weil die Gräfin Loretta ist als ganz junge Frau Witwe geworden und ihre Schwiegerpapa, Graf Johann II., hat sie hier auf die Burg geholt, damit ihr Sohn, der Graf Johann III., es regieren lernen soll. Das hat aber nicht lange gedauert. Und da ist der arme Graf Johann II. Gestorben. Und so hat unsere Gräfin Loretta allein da gestanden mit 3 kleinen Kindern. Und sie hatte ja dann den Auftrag, dieses große Gebiet weiter zu verwalten, bis ihr Sohn erwachsen war und er die Regentschaft übernehmen konnte. Da gab es aber eine. Dieser Erzbischof Balduin von Trier-Luxemburg, der wollte unbedingt diese Macht, den die Sponheimer hatte, weil er wollte seine Macht vergrößern. Und er hat sie öfter mal geeiert. Und so kam eines Tages, er ist hier mit kleinem Gefolge über die Mosel geschippert. Und die Gräfin Loretta hat ihn damals gefangen genommen. Sie hat aber in ihrem Tagebuch geschrieben, ich habe ihn zu Gast gebeten. Weil die Loretta in der Zeit, wenn ihr euch vorstellt, vor gut 700 Jahren, die konnte in mehrere Sprachen schreiben und lesen. Die war sehr, sehr gebildet. Also diesem Balduin gleichwertig. Etliche Woche hatte sie ihn da. Was sie mit ihm gemacht hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall am Schluss hat er alles unterschrieben, alles, was sie wollte. Ein Nicht-Angriffspakt, gute Versorgung für ihre 2 Jüngste, eine gute Ausbildung für ihre Große, für die Graf Johann. Und für sie ein riese Batze Geld. Als Altersversorgung. Und dann ist er auch wieder gegangen. Aber irgendwas war zwischen denen beide passiert. Sie waren sich nämlich nicht mehr so spinnefeind wie vorher. Und als dann unser Graf Johann III. Erwachsen war, hat er hinne in Trarbach oben auf dem Berg seine eigene Burg bauen lassen. Die Gräfenburg. Seinem Wahlspruch ist er immer treu geblieben und hat immer gesagt,
Meinem Volk muss es gut gehen, dann geht's mir gut und umgekehrt auch. Immer, wenn ich wäre auf die Arbeit gehen, komme ich hierher, das Kapellchen, um unserem Herrgott zu danken, dass er auf unsere Herrschaft, die Sponheimer, und auf uns Gesinde aufpasst, damit es weiterhin so gut geht. Weil uns Herrschaft hat extra das Kirche hier für die Bauern und fürs Gesinde bauen gelassen. Dass jeder einer Platz hat, für die Gottesdienst zu besuchen. Und immer zu jeder Tages- und Nachtzeit hier beten kann und danken kann. Was wir da sehen, gibt es wirklich nur einmal. Jedes Städtchen, das uns grüßt, trägt einen Namen, den man sonst nur auf den allerbesten Flaschen liest. Links und rechts vom Wege stehen Reben ohne Zahl. Schon beim allerersten Schluck für alle Zeit gehetzt. Drum, wenn ein Wehwehchen dich drückt und wenn dich ein Ärger mal zwickt, lass doch Sorgen, Sorgen mal sein, fahr an die Mosel zum Wein, doch nicht allein. In Minuten schon sehen, wie schnell deine Sorgen vergehen und wie schön das Leben noch ist, wenn man verliebt und im Reetdach sich küsst. Am Hubschrauberlandeplatz liegt diese tolle Aussichtsplattform, auf der ich gerade sitze, der Louisplatz. Benannt ist er nach dem Sohn des Arbeiters, der sie erbaut hat. Und während ich jetzt mein kleines Picknick mache, warte ich auf den Wanderer, der vorbeikommt, um mit mir in das Lied O Mosella einzustimmen. Wie auf dem SWR 4 Wanderweg der Lieder, der genau hier vorbeiläuft. Bis dahin schon mal zum Wohl. Manches Mal, manches Mal zog vergnüglich durchs Moseltal, sah die Täler und sah die Höhen, sah die lieblichen Mädchen doch gehen. Und vom Wein goss man fein mir den edelsten Tropfen ein. Doch dieser Tropfen, so würzig und klar, schmeckt ganz wunderbar. Sell.
so viel fein. O Mosella, trinkst du den Wein allein? In deinem Garten Eden wächst doch der Wein für jeden. Und ohne Wein kann ich nicht sein. O Mosella. Jetzt habe ich Enkirch fast erreicht und während ich weiter hinab in den Ort wandere, gibt es für euch einen Einblick in das dortige Heimatstubenmuseum. Mein Name ist Herbert Becker, ich bin hier Natur- und Erlebnisbegleiter und wir befinden uns hier in Enkirch. Inmitten vom alten Dorfzentrum in der Weingasse. Enkirch, eine Riesenschatzkammer der rheinischen Dorfbaukunst mit vielen Fachwerkhäusern aus vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Die urkundliche Erwähnung von Enkirch geht zurück bis auf 733. Somit haben wir einer der größten Fachwerkhäuserbestände hier an der Mittelmosel. Ja, aber zurück nochmal zu unserem Gebäude, den Heimatstuben und der Ratsweinschenke hier im Hintergrund. Ihr könnt gerne mal reinkommen. Ja, dann nehmen wir die Einladung an. Ich darf Ihnen kurz vorstellen, der Frank Ewein ist Vorsitzender hier vom Heimat- und Verkehrsverein und zuständig mit dem Dieter Georg für diese tollen Heimatstuben. Wir befinden uns hier in unserer alten Küche, eingerichtet wie im 18. Jahrhundert, mit der Essecke, Butterfass, Zentrifuge. Welche Besonderheiten gab es in so einer Küche? Naja, wir haben unsere offene Feuerstelle, wo das Essen zubereitet wurde. Wir haben den Brunnen. Der ist 12 Meter tief. Zur Wasserversorgung? Ja, hat immer noch Wasser, voll funktionsfähig und wir haben noch einige andere Schätzchen hier. Enkirch hat ja eine eigene Gerichtsbarkeit seit der Freiheitsurkunde von 1248. Auch Marktrecht, Mauerrecht, was damals so dazugehörte. Wir sind besonders stolz, dass wir noch die Originalbestrafungsmethoden hier zeigen können, wie zum Beispiel den Schandstein, die Halsgeige. Ja, die Halsgeige, für welche Bestrafung, wann hat man die angewandt und genutzt? Üble Nachrede, kleinere Diebstähle und dann bekam man die halt um und wurde durchs Dorf getrieben.
Aha, und damit jeder Bürger gehört hat, haben auch diese Glöckchen. Waren die kleinen Klingeln hier entstanden. Genau. Okay. Ja. Besonders hier unsere doppelte Halsgeige. Die wurde angewendet, wenn zwei Personen sich besonders gern gestritten haben. Aha. Die mussten die dann umlegen und einen Tag vorm Rathaus stehen. Ja, dann hatten sie auch Zeit, sich mal auszusprechen. Hier befinden wir uns im sogenannten Schöffenraum, wo wir das Original-Schöffengestühl aus dem 15. Jahrhundert zeigen können, das ehemals im alten Rathaus stand, das aber 1840 abgebrannt ist. Aber wir sind froh, dass das eben noch gerettet werden konnte. Ja, schon ein imposantes Stück hier. Was mir so auffällt, ist die niedrigen Stühle und dieser hohe Tisch. Gibt es dafür eine Erklärung? Ja, hier an dem hohen Tisch am Kopfende stand der Gemeindediener. Der hat mitgeschrieben, was die Schöffen halt beraten haben. Er musste halt hier stehen und mitprotokollieren. Es wurde in ein Buch reingeschrieben, in ein Gerichtsschreiberbuch. Und ich habe schon gehört, es wäre noch Existenz aus dem 15. Jahrhundert. Ist das so? Ja, wir sind in der glücklichen Lage, noch das Originalschöffenbuch aus dieser Zeit auch zeigen zu können. Genau zwischen Enkirch und Burg an dem 50. Breitengrad, wie auf dem Stein hinter mir zu sehen ist. Und jetzt werde ich mal drüber laufen. Hinter dem 50. Breitengrad liegt die Wassertretanlage von Burg. Und während ich meinen Füßen jetzt eine kleine Abkühlung gönne, nimmt ein Winzer aus Burg euch jetzt mit in die allerletzte Lese in einem seiner Weinberge. Ja, hallo ihr Lieben, ich bin der Philipp Konrad vom Weingut Heidhof in Burg. Wir befinden uns jetzt hier in Pünderich, ist aber noch Reiler-Gemarkung in der Bellenau, also Reiler Goldlei. Eine Rieslinganlage, die ernten wir jetzt von Hand und ja, sind mit vielen Leuten unterwegs, Familie, Bekannte, Gäste, Schüler, die haben ja jetzt Ferien 2 Wochen, dann können die auch mithelfen und da sind wir immer ganz froh, dass wir das jetzt machen können. Wir sind dieses Jahr etwas später mit der Rieslingernte, weil die Verzögerung durch den späten Austrieb und das schlechte Wetter im Sommer hat uns dazu halt gebracht, dass wir halt später ernten gehen müssen. Und so fängt jetzt erst die seit einer halben Woche, seit heute die Rieslingernte an. Die anderen Rebsorten haben wir schon alle geerntet, also die Rotweine, Dornfelder, Spätburgunder und Müller-Thurgau und Weißburgunder. Und jetzt ist nur noch Riesling da und der wird jetzt geerntet die nächsten 2 Wochen. Hallo liebe Weinfreunde, hallo liebe Moselfreunde, ich bin die Sigrid Konrad, die Seniorin vom Weingut Heidhof und ich habe die Ausbildung als Weinkulturbotschafterin gemacht und den Gästen und den Touristen und Weinfreunden viel über Wein und die Landschaft erzählen zu können. Also hier wird dieses Jahr zum letzten Mal geerntet. Wir sind hier in einer Randlage, wo links und rechts keine Weinberge mehr bestehen. Und die Bäume nehmen Überhand und aus diesem Grunde haben wir hier dann viele Wildschweine, Vogelfraß und aus diesem Grunde wird der Weinberg jetzt stillgelegt und wir können uns anderswo einen dazu nehmen. Und das ist die Rebsorte Riesling, Handlese mit Hilfe von kleinen Gerät mit einer Seilwinde und Kübeln und die werden dann auch mit einer Seilwinde mit einem Kran hochgezogen und ausgeleert. Es sind auch sehr wenige Trauben hier
weil viele Wildschweine hier waren, weil Vogelfraß ist. Und das ist natürlich schade und auch mit ein Grund, warum wir den Weilberg stilllegen. Ich stehe jetzt hier in der Reiler Goldlei, wo ihr eben mit in der Lese wart. Und während ich die Aussicht auf Reil und die Mosel genieße, könnt ihr jetzt ein paar ganz besondere Einwohner Reils kennenlernen. Ich begrüße Sie herzlich hier im tausendjährigen Weinort Reil an der Mosel. Mein Name ist Clemens Burg und ich lebe schon über 70 Jahre ausschließlich hier in diesem Ort. Ich bin hier als Ortsführer, Wanderführer eingesetzt und begleite Gäste zu Weinproben im Winzerkeller oder zu den Weingütern. Wir sind hier am Bieperteplatz. Bieperte, ein seltsamer Name. Was bedeutet das? Die Bewohner der umliegenden Orte nennen die Reiler mit ihrem Spitznamen Reiler Bieperte. Und das kommt von Bibere und heißt lateinisch auf Deutsch trinken. Aber nicht baufen oder runterschütten, sondern genussvoll, gemütlich Wein trinken. Hier neben mir sitzt ein Reiler Biebert und ich glaube, der Künstler hat ihn gut getroffen. Aber der Biebert wird beobachtet von zwei Frauen, die im Weinberg arbeiten. Seine eigene zeigt Verständnis für ihn, dass er schon so früh Feierabend macht. Doch die Nachbarin lästert. Guck mal, da sitzt er schon wieder und trinkt und da muss er ja Lärm schaffen. Halt da doch den dummen Maul. Kein Wunder, dass du keine mitkriegst. Wenn Sie es nicht verstanden haben, liefere ich die Übersetzung, wenn Sie mal in Reil sind. Ich darf Ihnen noch diese beiden Figuren hier im Vordergrund vorstellen. Das eine ist der Pfalzgraf von Reil, das andere ist der Teufel. Und was diese beiden hier miteinander aushecken, das ist eine andere Geschichte. Ich kann Ihnen nur so viel verraten. Es hat mit dem Reiler Wein vom heißen Stein zu tun. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und würde mich freuen, Sie einmal hier in Reil begrüßen zu können. Sie können mit der Bahn, mit dem Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Schiff oder zu Fuß anreisen. Wir haben wunderschöne Wanderwege und wir liegen direkt am Moselsteig und sind Etappenort. Und nun möchte ich mich noch hier bei Reiler Biebert verabschieden. Prost Biebert! Ja, jetzt wisst ihr auch, was die Reiler Bieberte sind. Ich habe mein Ziel hier in Reil am Bahnhof jetzt erreicht und warte auf die Moselweinbahn, um zurück nach Tram Trarbach zu fahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.